Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein weiteres Unboxing für dich und zwar geht es heute um die Amazon Beauty Osterbox. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich hatte schon bei Instagram darüber in meiner Story berichtet, dass es diese Osterbox bei Amazon gibt. Also wenn du mir noch nicht folgst, dann solltest du es jetzt tun. Ich heiße da AIDUIKP. Ich schreibe es hier unten, hier nochmal rein. Ja, da poste ich dann immer, wenn ich irgendwelche interessanten Angebote irgendwo finde. Und ja, das fand ich einfach ziemlich cool. Und ich meine, ganz ehrlich, guckt euch diese Box an. Sie hat Hasenöhrchen und da sind einfach so schöne Kirschblüten drauf. Also es ist so wunderschön. Und naja, ein Produkt hat mich ganz besonders getriggert, als ich das gesehen habe. Nämlich eine Foreo Gesichtsreinigungsbürste. Da bin ich echt gespannt drauf, ob ich die auch wirklich in meiner Box drin habe oder ob das nur so ein kleines Pizzelfuckeln-Ding ist. Naja, auf jeden Fall finde ich die ganz interessant, jedenfalls von dem, was ich so gesehen habe. Und der Amazon Beauty Adventskalender hat mich ja schon sehr überzeugt in der Winterzeit. Und jetzt ist die Osterzeit und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht hauen die jetzt ja auch wieder einen raus. So sieht die Box dann aus. Und ja, dann öffnen wir die mal. Zack. Das ist echt süß mit den Hasenohren. Die kann man auch super weiterverwenden, die Box. Und dann habe ich hier sowas Strohähnliches drin. Und die ganzen Produkte, die ein bisschen verschmutzt sind. Ich mache es mal ein bisschen sauber. Ja, du hast da überall diese Strohgeschichte dran, ne? Als erstes habe ich hier von Hair Doctor Magic Mousse Shampoo with Inca Inchi Oil. Das ist interessant. Für Volumen und Glanz. Pflegt, schützt, macht schöner. Das ist definitiv größer, als ich das erwartet hätte. Das war auch abgebildet dort auf dem Foto. Und ich freue mich drüber, denn ich habe tatsächlich aktuell so ein After Shower Leave-In Gedönssprüh, keine Ahnung, von Hair Doctor. Und das ist richtig gut. Das riecht zwar sehr chemisch und sehr merkwürdig, aber es hilft, ne? Also es macht die Haare echt toll. Und deswegen freue ich mich auch über dieses Shampoo. Und das ist tatsächlich ein Schaumshampoo offensichtlich, oder? Weil dieser Sprühkopf sieht danach aus, als würde dann da auch Schaum rauskommen. Und hier steht es auch drauf, Magic Mousse. Ja, Lesen und Claudi, ne? Das sind so zwei verschiedene Sachen. Der Regenwald des Amazonas gilt als das Gesundheitsreservoir unserer Welt. Hier wächst seit Jahrtausenden die Sacha Inchi, die goldene Nuss, von den Inkas verehrt für ihre magischen, belebenden und verjüngenden Kräfte. Ich wüsste jetzt nicht, dass meine Haare verjüngt werden müssten, weil sie keine Falten haben. Und graue Haare habe ich auch noch nicht. Das aus ihr gewonnene Öl ist eines der wertvollsten und gesündesten Öle der Welt. Okay, und das scheint hier drin zu sein. Nicht schlecht, Herr Specht. Reinigt, pflegt und schützt jeden Haartyp. Der hochwertige Multiwirkstoffkomplex aus Inca Inchi Oil mit reichen Omega-3, Omega-6 und Omega-9-Fettsäuren, Seidenprotein und Panthenol entfaltet sich in einer innovativen Foaming-Technologie. Dieser verleiht dem Haar Volumen, Vitalität und gesunden Glanz, unterstützt Prophylaxe, Regeneration und Haaraufbau und sorgt für perfekte Kennbarkeit ohne zu beschweren. Frei von Paraben und Silikon. Wow. Ja, ne? Das hört sich doch alles schon mal sehr versprechend, vielversprechend an. Da stehen immer so schöne Sachen drauf, die ich nicht verstehe, weil ich da echt nicht vom Fach bin. Aber es hört sich auf jeden Fall so an, als wäre das ein gutes Teil, oder? Ja, finde ich gut, dass das drin ist. Also ich denke, dass das auch nicht günstig ist, weil wenn das in so eine extra Verpackung kommt und so, ne? So, dann habe ich hier auch wieder etwas strohig einen Essignagellack drin und das ist so ein Pastellrosa. Finde ich cool. Ich habe den ein oder anderen pastelligen Nagellack, aber so einen, also so einen Pastellrosa habe ich nicht. Ich glaube, dass der sich unfassbar gut macht, wenn du so richtig gebräunte Füße hast oder gebräunte Finger. Ich trage sie auf den Füßen, deswegen sage ich eher Füße. Und dann so ein Nagellack, wow, richtig schön, gefällt mir. Was, wie heißt denn die Farbe? Ballet Slippers, ach cool. Ballettschuhe, ne? Geil, das passt. Von Barnengen, founded in Stockholm. Eine Handcreme, ja gut. Lücker Nutritive Handcreme. Gänseblümchen und 7% schützende Cold Cream vereinen sich in dieser Formel, die sehr trockene Hände pflegt und mit Feuchtigkeit versorgt. Für glücklich gepflegte Hände. Körperpflege in Balance. Vegane Formel, schnell einziehend. Schnell einziehende Handcreme und ich sind so. Wenn die wirklich schnell einziehend ist, dann sind wir auch so. Aber wenn die nicht schnell einziehend ist, aber es draufsteht, dann sind wir so.
geschiedene Leute, ey. Lass dich von der Natur Schwedens begeistern und erlebe unsere Lyca Nutritive Handcreme. Unsere Banengen-Produkte enthalten von Skandinavien inspirierte Inhaltsstoffe. Die Lyca Nutritive Handcreme mit schützender Cold Cream sorgt für eine Pflege, die sowohl reichhaltig als auch leicht ist, damit du dich genau richtig fühlst. Lyca ist das schwedische Wort für Glück. Ja, das ist cool. Ohne Silikone, vegane Formel, 95% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Jo, jo. Jo, gefällt mir. Riecht aber sehr, sehr sanft, sehr angenehm. Und dann gucken wir mal, wie schnell die so einzieht, ne? Oh ja, doch, 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 wir sind so. Die zieht wirklich schnell ein und fühlt sich gut an. Ja, die ist gut. Echt. Cool. Wirklich cool, das gefällt mir richtig gut. Habe ich nicht eben gesagt, dass ich das blöd finde, wenn das nur so ein kleines Fizzelteil ist? Luna Play Petal Pink. So. Mein Freund. Es ist winzig. Da ist sogar eine Lupe drin, damit man dann auch sieht, was es ist. The Tiny But Mighty T-Sonic Facial Cleaning Device. Deep Jet Gentle Cleansing. Ultra Hygienic Silikon. Übersteht über 100 Benutzungen. Ja, ich hoffe, dass du mehr als 100 Übernutzungen überstehst. Nicht wieder aufladbar. Non-rechargeable. Deswegen. Ah, das ist natürlich ganz großartig. Och Mann, ich dachte, du wärst cool. Ich dachte, du wärst groß. Ich habe mich schon gefreut. Naja, immerhin ist es rosa, ne? Das ist schon mal ein Anfang. Ich meine, im Prinzip hat das ja die Größe von einem Abschminkpad, ne? Trotzdem finde ich das jetzt irgendwie blöd. Es fühlt sich schön an, ja. Das stimmt wohl. Also, man soll erst sein Gesicht mit irgendwas, mit einem Cleanser halt entsprechend einmachen, drauf machen. Dann soll man den Foreo nass machen. Dann geht man mit dem Foreo über die entsprechenden Gesichtspartien und dann wäscht man das mit Wasser wieder ab. Ja, gut. Schade, dass es nicht wieder aufladbar ist. Das hier ist auch noch mit drin. Ist das einfach ein Magnet oder was ist das? Da ist irgendein Code drauf gedrückt. Keine Ahnung, was das soll. Wahrscheinlich, wenn man Hilfe braucht. Aber was soll ich für Hilfe brauchen? Verstehe ich nicht. Was ist das für eine Bedienungsanleitung, Leute? Naja, es ist ganz hübsch. Es vibriert, wenn man halt drin hinten gedrückt lässt. Ne? Da muss man. Wie soll man das denn machen? Wenn man länger drückt, vibriert das dauerhaft. Okay. Und dann soll man nochmal doll draufdrücken, dann hört es auf. Ja, es fühlt sich toll an. Der Foreo fühlt sich schön an, ja. Auch diese Gumminoppen fühlen sich toll an, ja. Wird wahrscheinlich auch gut reinigen, aber ich habe gedacht, du wärst größer. Warum bist du denn so mini klein? Weil Mini auf der Verpackung steht, ne? Gut. Ja. Ist mir so. Komme ich trotzdem mit klar. Weiter geht die wilde Reise. Und da habe ich dieses Produkt von Revlon. Das sieht ja witzig aus. Revlon Professional Equave oder Equave, Equave, keine Ahnung, Instant Beauty, Instant Love, Volumizing Dentaling Conditioner. Eine Spülung ist das. Aha, das soll Volumen machen. Interessant. Entwirrende Sprühkur ohne Ausspülen für feines Haar. Schütteln. Okay, also man muss es schütteln. Das ist aber hübsch, dieses Herz, oder? Ja, man muss es schütteln und dann kann man das sprühen und dann so verwenden wie die Sprühkuren, die ich immer verwende. Deswegen ist es gut, weil ich sowas immer verwende. Jedes Mal nach dem Duschen. Also ein Produkt, was ich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen kann. Finde ich cool, doch. Und dieses Herz finde ich auch toll. Und jetzt sprühe ich und will wissen, wie es riecht. Es riecht auch irgendwie so ein bisschen kräuterig. Nach irgendeinem Gemüse riecht das. Irgend so ein faseriges Gemüse, mir fällt es gerade nicht ein. Aber so riecht das. Also es riecht jetzt nicht irgendwie toll oder süß oder sonst irgendwas, aber es wird wahrscheinlich seinen Zweck einfach mal erfüllen. Von Ultrasun eine Lippenpflege für den Sommer, denn also mit ja, Lichtschutzfaktor 30. Und das ist ja, ein hoher Schutz für den Sommer. Und wenn es halt so warm wird und die Sonne so krass scheint. Also ich brauche sowas. Ich hatte tatsächlich schon mal Sonnenbrand auf den Lippen. Hattest du auch schon mal Sonnenbrand auf den Lippen? Dann stimm mal hier oben ab. Ich hatte es und es tut
einfach nur weh. Weil du hast an den Lippen eine ganz, ganz, ganz empfindliche Partie. Und wenn du da Sonnenbrand hast, dann tut es einfach weh. Und sieht echt blöd aus. Deswegen sau praktisch, dass es drin ist. Dieses Strohzeug, ne? Es ist ja einfach alles dreckig drin. Das ist ein bisschen unpraktisch. Hier habe ich ein Produkt. Das ist eine 7-Tage-Ampullenkur von L'Oreal. Revitalift-Filler mit Hyaluronsäure. Das sind Hyaluron-Shots. 7 Tage, 7 Ampullen. Aufpolsterungseffekt und intensive Feuchtigkeit. Mit purer Hyaluronsäure und Vitamin B5. Das ist doch schon mal cool, oder? Die Haut ist innerhalb von 7 Tagen aufgepolsterter, dank intensiver Feuchtigkeit. Ja gut, es ist ab 35, ne? Aber ganz ehrlich, meine Haut weiß, glaube ich, nicht unbedingt, wie alt sie ist, denn es hat noch keiner meiner Haut gesagt, wie alt sie ist. Deswegen benutze ich sowohl Anti-Aging-Produkte als auch irgendwelche, ja, zum Beispiel so Isana Young-Produkte oder sowas, ne? Da bin ich gar nicht so. Pure Hyaluronsäure, der Goldstandard in der Gesichtspflege, macht die Haut praller, glatter und versorgt sie intensiv mit Feuchtigkeit. Vitamin B5, essentieller Wirkstoff mit der Kraft, die Haut zu beruhigen und frischer aussehen zu lassen. Ampullenanwendung, Formel mit hochkonzentrierten Aktivstoffen, die bis zur Anwendung versiegelt ist, um die Frische und Wirksamkeit des Produktes zu bewahren. Ja, cooles Produkt, finde ich nett, dass es drin ist und das wird auch getestet. In 7 Tagen frischer aussehen. Ich glaube, das muss ich mal wirklich 7 Tage lang durchziehen und dann vorher-nachher Bilder machen, oder? Ich glaube, das wäre doch mal ganz cool. Auch nochmal was für die Haut. Von Nivea. Bye Bye Dry Skin. Gesichtsmaske extra pflegend mit Honigextrakt und natürlichem Mandelöl für natürliche Haut. Ja, super. Das finde ich cool. Ich mag Masken. Deswegen, sie lieben das Gefühl von samtig-seidiger Haut. Okay, das ist eine rhetorische Frage. Natürlich, wer nicht? Entdecken Sie. Nö, ich habe gerne so Haut wie Schmirgelpapier. Ist voll super. Entdecken Sie die Nivea Bye Bye Dry Skin Gesichtsmaske. Die reichhaltige Formel mit Honigextrakt und natürlichem Mandelöl verwöhnt und beruhigt Ihre trockene und gestresste Haut. Das Ergebnis? Die Haut fühlt sich intensiv gepflegt an. Die Formel hinterlässt ein entspanntes, geschmeidiges Hautgefühl. Jo. Ah, aber das ist so eine, wo du einfach nur die musst du nicht abwaschen, die wird weiter wandern. Die mag ich nicht, solche, nee. Also Masken, die man, also so Crememasken, ne, die du nicht abwaschen musst, ist nicht meins. Sorry, die wird weiter wandern, weil hier steht, dass du die einwirken lassen musst und danach den Überschuss mit einem Reinigungstuch entfernen musst. Hasse ich. Bei mir krümeln die so oft und das möchte ich dann einfach nicht. Nö, die wird weiter wandern. Deswegen mag ich auch Tuchmasken immer so gerne, weil die einfach, ne, die kannst du dann so abnehmen und dann hast du so ein Serum auf der Haut und bei diesen Crememasken hast du halt diese Creme und die ist dann meist halt angetrocknet und dann haben die so Würstchen und Würstchenbildung, finde ich ganz furchtbar. So, musste jetzt mal raus, Entschuldigung. Wo wir schon bei Tuchmasken sind, habe ich hier eine von Kokostar. Das ist so eine Gurkenmaske. Slice Mask Sheet, Kokumba, ja, mit Gurke. Kokostar ist so eine südkoreanische Marke und die Koreaner legen so viel Wert auf gepflegte Haut und schöne Haut, also ne, richtig gut, feuchtigkeitsspendend und beruhigend. Ja, mit Gurkenextrakt. Ja, ne, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Problem bei diesen Slice Masks ist, dass es wirklich Slices sind. Sieht bei mir dann immer ein bisschen. Ja, es funktioniert so nicht. Ich mag das nicht so gern. Ich mag dann gerne einmal komplett ein Tuch drüber legen, aber dann so vereinzelt, dann habe ich irgendwie ja dazwischen Partien, wo nichts ist. Das finde ich immer ein bisschen doof. Ja, trotzdem werde ich die verwenden, denn Gurkenmasken habe ich, glaube ich, noch nie verwendet, obwohl es ja ungefähr das Klassischste ist, was man nehmen kann, oder? Und last but not least habe ich hier noch einen Nagellack drin von OPI Nail Lacquer und das ist die Farbe Another Ramen. Aha, Entschuldigung. Another Romantic Evening. Also Ramen minus Tick Evening. Ein Wortspiel. Yay, wie witzig. Ich leg mich weg. Ja, warum das jetzt mit dabei ist? Vielleicht, wenn man die beiden schön kombinieren kann, dass du dann quasi einen Nagel immer in einer etwas dunkleren Farbe machst oder in einer etwas helleren Farbe. Kann man. Ist eine coole Idee. Brauche ich auf Füßen aber nicht machen. Eigentlich, oder? Weil meine Fußnägel sind so winzig klein, das habt ihr auch in meinem Fußmastenvideo gesehen. Da brauchst du nicht einen anders machen, aber man kann es ja versuchen, vielleicht so jeden zweiten irgendwie anders oder so, dann fällt es vielleicht ein bisschen mehr auf. Ja, aber jo, ist jetzt mit drin gewesen, hätte ich jetzt nicht als zweites Nagellackprodukt gebraucht, denn ne, ich benutze nicht so viel Nagellack, aber es gibt deutlich mehr Leute, die keine Gelnägel haben, als Leute, die Gelnägel haben. Also die würden sich dann wahrscheinlich über Nagellack mehr freuen als ich. Naja, aber der war jetzt mit drin.
Ich weiß nicht, vielleicht werde ich den behalten, vielleicht wird er weiter wandern, aber eigentlich finde ich die Farbe ganz cool. Ich muss mal gucken. So, liebe Osterbox, was sage ich jetzt über dich? Wie fand ich dich? Also im Prinzip fand ich die toll. Ich habe mich mega auf diese Foreo-Bürste gefreut, aber leider war sie einfach wirklich winzig klein. Die war noch kleiner als in meinen Vorstellungen, in meinen Negativvorstellungen. Deswegen finde ich es ein bisschen schade. Dennoch finde ich, diese Amazon Osterbox hat sich gelohnt. Ich fand es von den Produkten her ganz interessant. Also das war mal was Neues. Es waren Sachen, die du jetzt so auch nicht irgendwie in Beautyboxen oder sowas drin hast. Okay, abgesehen vom Nagellack. Ich blende dir aber hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Da bin ich auch mal ganz gespannt, aber ich denke, dass der richtig hoch sein wird und ich glaube, ich habe so 35 € für diese Box bezahlt. Nagel mich nicht drauf fest, ich habe sie eben irgendwo eingeblendet, aber ich finde, das lohnt sich, ne? Also die Produkte werde ich gut verwenden können, bis auf die eine Maske und ja, von daher, ich würde es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder tun. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!